Ja, wir haben ja schon lange drauf gewartet und ich freue mich riesig, dass es heute geklappt hat. Das ist natürlich auch für den Verein, für die Fans, für die vielen Mitglieder ein herrliches Gefühl und deswegen werden wir heute auch feiern. Wie hat es sich für Sie angefühlt, als das Spiel auf der Kippe stand und Dynamo 2-0 hinten lag? Ja, man hat schon gemerkt, unsere Mannschaft kann schon Fußball spielen. Das haben sie ja dann nach dem Anschlusstreffer bewiesen. Also war das vorher in den Köpfen die Last. In Dresden sitzen 10.000, in Magdeburg ein paar Tausend. Und der Druck, jetzt gewinnen zu müssen, ja, ich denke, sie haben es auch noch ganz gut gemeistert. Und sie haben ja zum Schluss auch gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Dynamo! Was bedeutet der Aufstieg für euch? Traumhaft. Vor zwei Jahren waren wir hier im K-Block gewesen und da war die Welt zum Kotzen und jetzt aufgestehen, traumhaft. Was Besseres gibt's nicht. Ja, 2-2, also Sieg wäre besser gewesen, ne? Aber wir sind aufgestiegen, das zählt. Der Traum war wundervoll, Europacup, es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam, alle Dresden sangen nur ein Lied für dich. Oh, Florenz, ihr kämpft für uns, wir für dich. Schalalala, schalalala, lalala, schalalala, schalalala. Der Aufstieg ist super geil und ich freue mich einfach riesig, dass wir zurück sind und dass wir dem Rest von Deutschland zeigen können, was wir alles drauf haben, sowohl Mannschaft als auch Fans. Und es ist eine ganz tolle Geschichte. Die erste Halbzeit kann man vergessen. Das war ein nervöses Spiel und die zweite Halbzeit natürlich mit dem Ausgleich emotional ganz große Klasse und ja, toll. Ja, wir hatten schon immer schwierige Situationen in dieser Saison. Also es gab schon immer Spiele, wo wir gesagt haben, okay, das liegen wir zurück, aber die Qualität der Mannschaft ist einfach so gut, dass du immer daran glauben kannst, dass sie im Endeffekt noch das Spiel ziehen und gewinnen. Im Gegensatz zur letzten Saison. Ich bin sehr zufrieden. Also hätte vielleicht ein bisschen eher sein können, aber es war schon, es war okay. Ich hatte jetzt nur auf das Ergebnis von Osnabrück gedacht. Und ja, dass Dynamo dann noch den Ausgleich schießt, war einfach traumhaft schön. Bleibt ihr noch hier, bis die Mannschaft dann mit dem Bus wiederkommt? Auf jeden Fall. Und was erwartet ihr dann, wenn die Mannschaft dann da ist, eine große Feier? Party. Einfach nur Party. Stimmung und einfach nur Freude. Eine Stadt, mein Verein. Ja, genau. Und das wird immer sein. Und heute Abend dann noch dabei bei der Party?
wenn man mal sieht, was hier alles, was hier abgeht, ist, die Stadt steht Kopf. Das ist ein Aufstieg in die zweite Liga. Ich glaube, das hat der Verein absolut verdient. Bei so einer Fanbase, da musst du einfach zweite Liga spielen, Minimum. Unfassbar, unfassbar. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wie war die Fahrt im Bus hierher? Dritte Liga! Unfassbar. Und der Abend wird? Unfassbar.